Herzlich willkommen mal wieder bei Generation Zero. Wir haben uns hier verschanzt im Badezimmer. Ja, also ich glaube, hier kommt er erstmal nicht rein. Das Ding ist voll gruselig. Es läuft hier rum. Es sieht uns sofort aus jedem Winkel, egal wo wir stehen. Wir sollen ja auch im Haus hier erstmal durchsuchen. Ja, wenn wir wissen, welches Haus. Ja, ich meine das hier, oder? Ja. Alter! Welches Haus? Ja. Wo wir gerade drin sind? Ja. Da ist ein Dings drauf. Da war eine Lupe drauf. Das heißt, man soll genauer hinschauen. Machen wir das Licht hier an. Oh, ich hab's ausgemacht. Also wie es aussieht, hat hier einer geschlafen. Ich gehe noch mal raus und schaue, ob es nicht noch ein anderes Haus gibt hier. Ich gucke noch mal oben. Radio. Ah, hinter der Tür ist auch nichts. Ah, ich habe was gefunden, ein Tonband. Soll ich es anhören? Oder willst du zu mir kommen? Wenn wir es beide anhören wollen, müssen wir beide zeitgleich drücken auf E. Ansonsten kann es nur einer anhören. Also nicht zeitgleich, aber da, wo das E hier noch vorhanden ist, müssen wir beide in dieser Zeit drauf drücken. Sag Bescheid. Okay. 3, 2, 1. Ja, toll. Ich kann es wieder nicht anhören. Du warst zu schnell. Hau dir abspielen. Mama, Papa, det är Veronica. Lyssna nu. Also, jag vill inte skrämma er, men jag tror att jag är i fara. Vad ni än gör, håll er borta från mitt hus, okay? Det är inte säkert. Lita på mig. Ni kanske kan åka till farbror Tobbe genom Snäs. Nej, vänta. Jag kommer över och förklarar istället. Jag åker från jobbet nu. Okej. Och jag behöver sova hos er i natt. Okej. Ja. Huh. Jetzt haben wir da ein... Jetzt haben wir hier ein Dings. Aufgelegt. Was? Wo? Bei der 1, die ich markiert habe, haben wir jetzt auch, haben wir jetzt ein Dings. Sagt Animationslog. Finde Veronikas Haus. Ja, ich hier, das Mädchen, das Wolf, was? Das Mädchen, das Wolf brüllte. Mhm. Gucken, ob wir zur 1 kommen, ohne große Schwierigkeiten. Ja, das große Ding, da macht mir Sorgen. Der sieht mich aus 200 Meter Entfernung hier. Noch einmal, ich hol mal Raketenwerfer raus. Oh. Ich glaube, der steht da oben am Haus, oder? Das könnte durchaus. Oh, ich wurde gesehen. Ich auch. Alter, bin tot. Hast du noch was? Ja. Ich habe mich jetzt erstmal hier eingeschlossen. Muss mich erstmal heilen. Okay, die haben die Häuser wirklich mal geupdatet. Ja, ist schöner, ne? Das ist ein bisschen abwechslungsreicher.
mir hier ins Haus rein, wo ich gerade drin bin. Wo sitzt dieser Dreckskerl? Ich muss mal kurz, ja, Inventar. Geh nicht in das Haus, wo er gerade drauf schießt. Die halbe Wohnung verwüstet. Wie ja auch nur am Boden lang. Bist du noch da? Ja, ich bin voll konzentriert, sorry. Achso. Weil ich den einfach so jetzt umzubringen. Geht ja aber nirgendwo nach oben, das ist blöd. Jetzt geht der. Eine andere Waffe. Ja. Alter. Hast du ihn erledigt? Nein, der verwüstet ja alles bei mir gerade. Ich verstecke mich gerade in einem Raum ganz hinten. Wo ist der denn? Der steht bei mir vor der Haustür und schießt dagegen. Hier unten. Ja, du hast ihn gekillt. Was schießt auf den? Pumpgun. Echt viele. Wow. So, einen habe ich. Lex gerade bei dir, aber warum läufst du gegen die Wand? Nein. Bei mir selber direkt Lex nicht. Du bist gerade gegen die Wand gelaufen bei mir. Hier fliegt irgendwas. Ich weiß auch gerade gar nicht, was lebt und was tot ist. Ich auch nicht. Ich nehme jetzt auch die Pumpgun. Ach, hier rennen mal so kleine Spinnen hier rum.
Hier in dem Haus, wo wir rein sollen, sind Spinnen oder so. Okay, da ist das Haus, okay. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, aber warum sind die Viecher jetzt hier drin? Ich glaube, wir sollten hier rein, ich weiß es nicht. Nee, wir sollen doch in ein anderes Haus. Wo die 1... Ach nee, doch nicht, wo die 1 ist. Ich mach mal meinen Weg und weg, das verwirrt nur. Hier ist ein Raum abgesperrt, da müssen wir rein. Kannst du ihn nicht öffnen mit Dietrich? Nee, das geht nicht. Hier. Wahrscheinlich irgendwie einen Schlüssel finden. Ballert jemand auf uns. Nein! Wo kommt da denn der denn her, Alter? Ich bin tot. Der steht direkt vor unserer Haustür hier. Direkt links. Ich bin hier, hier. Pass auf, nicht dahin stehen, nicht da stehen. Der schießt von links durch die Wand. Bei mir ist er einmal durch die Luft geflogen gerade. Der lebt aber noch. Jetzt nicht mehr. Okay, bei mir war er schon tot. Bei mir hängt er im Haus. Wir müssen irgendwie in den Raum da hinten reinkommen. Ich höre schon wieder einen herlaufen. Das ist ein großer auf dem Berg. Ja, aber wir müssen hier in dem Raum. Abgesperrt. Du kannst nichts tun mit Dietrich. Ich kann nichts tun. Ich kann mal versuchen, Dietrich in die Hand zu nehmen. Eigentlich kann ich es so entsperren, ohne Dietrich. Okay, ich kann Dietrich gar nicht ausrüsten. Okay, bei mir hängt das Spiel ein bisschen hinterher. Ich öffne etwas und dann dauert es, bis es... Das hatte ich vorhin aber auch. Also ich weiß nicht, das hat wieder seine Mucken. Aber wir müssen da hinten... Einer auf dem Dach. Bei uns? Ne, hier drüben. Achso, ja. Warte mal. Alter, was war das? Was? Irgendwas explodiert. Ich könnte da eine Granate hinwerfen. Und hoffen, dass irgendwas explodiert. Wir können auch hier absuchen, ob irgendwo ein Schlüssel liegt. Ja. Es bewegt sich, aber... Also bei mir ist es tot. Ach, Spiel, du bist so buggy. Ich bin in den Kampf eingetreten, okay.
Kann ich... Oh, der Schornstein ist einfach zugemauert. Ich bin auf dem Haus. Bei mir stehst du drinnen. Ich bin auf, oben drauf. Ne, bei mir stehst du hier drinnen. Ich würde mich gerne in den Raum hier buggen. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen hier beim Häuserkampf. Nee, eigentlich, guck mal, der Raum, eigentlich müssen wir da... Warte mal. Ich nehme mir jetzt eine Granate in die Hand. Geh aus dem Haus am besten irgendwo. Ich kann auch keine Tür mehr öffnen. Hier passiert gerade gar nichts mehr bei mir. Hä? Das ist nicht gut. Nein. Geht's nicht mehr? Was du? Also geht gar nichts mehr jetzt gerade oder geht's wieder? Dinge explodieren. Ja. Aber wenn ich Türen schließen möchte, doch, das geht. Aber es dauert lange, bis... Okay, wie sieht's aus mit der Verbindung? Okay, deine Verbindung ist aber sehr schlecht. Kann ich... Also, wenn du auf Multiplayer gehst, Escape drückst, Multiplayer, dann kannst du da die Verbindung sehen. Oh, meine Ping. Ja, die ist sehr schlecht. Wird Vodafone gerade wieder... Ja, die spacken wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen rum. Das kann sein. Weil ich ja gekündigt habe. Haha. Ja. Ist doch immer so. Die merken aber nicht, dass sie es damit eigentlich schlimmer machen. Ja, die wissen halt, dass ich nie wieder zu denen komme. Never come back, man. Ich bin mal kurz aus dem Spiel und lad mich einfach nochmal ein, ja? Ja, mache ich. Hast du ein Radio bei dir? Ja, eins habe ich. Gut, dann stellst du das irgendwo ins Haus. Ich bin dann mal ganz kurz weg. Mhm. Ich lass bei mir weiterlaufen, weil ich guck mich dann hier noch ein bisschen um, ob ich dir eine Mission noch irgendwie finden kann. Ja, ich lass auch weiterlaufen. Da bin ich gnadenlos. Die sollen sehen. Hm. Ja, so ein großer Entwickler. Was denn? Sag nicht, das ganze Spiel ist abgeschmiert. Nein, der Typ, den ich hier vorhin, der hier tot auf dem Boden liegt, der hat jetzt plötzlich seine ganzen Sachen wieder. So, ich starte mal wieder neu. Mhm. Lädst du mich ein? Ja. Bitte? Außer also, du möchtest das alles alleine machen. Natürlich, warum will ich denn? Ich will doch nicht mit dir spielen, wer bist du denn? Alleine macht das viel mehr Spaß. Das sag ich doch. Seitdem du da bist, macht mir das gar keinen Spaß mehr. So richtig, ein richtiges Arschloch. Ja. Bin ich aber nicht. So, jetzt folge ich deiner Einladung. Also hier in dem Haus ist nichts mehr. So, wie ist jetzt meine Verbindung? Besser. Ja, okay. Jetzt ist voll. So. Ob die Gottchen, ich bin ja am anderen Ende der Welt. Ob die Roboter irgendwie irgendeinen Schlüssel dabei haben? Was explodiert? Ich komm mal gelaufen. Ja. Ich lass das mit der Schnellreise machen. Mach mal. Da kannst du daraus 4-5 Folgen machen. Und bei euch so? Ich bin immer noch auf dem Weg. Ah, jetzt bin ich da. Ja, das dauert tatsächlich so lange, als würdest du wirklich laufen wollen. Okay, nochmal kurz checken. Ja, Verbindung ist okay. In diese Tür kamen wir nicht rein. Ja, genau.
Satelliten. Ich komme da immer noch nicht rein. Oder bist du inzwischen drin? Nein. Meine blöde Frage. Ist das vielleicht so, dass wir alle Gegner erstmal hier erledigen müssen? Das kann durchaus sein. Warte mal, ohne Rest. Hier ist nur noch eine Mission, ne? Wo? Ohne Rast und Ruhe. In derselben Stadt. Ja, aber das ist ja wieder was anderes. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel vielleicht dafür bekommen in dem Raum. Ah, finde schön, dass alle, die zerstört wurden, immer noch da liegen. Ja. Hast du den Dicken eigentlich mal untersucht? Ja, warum? Ja. Ich frag nur. Hab ich. Sagten die Mission. Oh, hier ist ein Fahrrad. Hauptsache, wir können alles am Waffen. Suche den Schlüssel zu Veronikas Arbeitszimmer. Ja, aber wo soll der Schlüssel liegen? Das ist eine Riesenstadt. Ja, normale Menschen lassen den Schlüssel ja. Aber warum hat die Siedlung zwei so Häuser markiert in der Siedlung? Meinst du vielleicht der Dicke, den wir da hören, der könnte was damit zu tun haben? Ich weiß nicht, ob Roboter in der Lage sind, Schlüssel zu verstecken. Siehst du, wozu sie in der Lage sind hier? Ja, das stimmt auch wieder. Ein Tipp wäre jetzt cool irgendwo. Ja, so ein kleines Aufblinken, wo wir suchen sollen. Aber jeder normale Mensch würde den Schlüssel im Haus lassen. Würde ich aber auch sagen. Oder mitnehmen. Ah, ich hab ihn. Wo war der? Der lag im Haus oben. Im Haus oben. Okay, ich komme zu dir. Ich will auch wissen, was im Raum ist. Allein Radio, hier ist ein PC. Veronikas Diskette, der neueste Eintrag. Willkürliche Anmerkung 370, sogar das FOA und die Armee hatten Stromausfälle, Netzwerkprobleme. Es kam auch zu einigen Spannungsspitzen. Zufall? Wahrscheinlich nicht. VU hat sich nicht verbessert. Jeder am 53 ist super pessimistisch. Alle wollen den Stecker ziehen. Der Monitor hat heute wieder Ärger gemacht. Hakan hat mich wie immer ausgelacht. Hakan. Er hatte für immer das neue unbeholfene Mädchen für ihn sein. Ich muss morgen früh zur Arbeit gehen. Es gibt da etwas, das ich testen muss. Herkan. Herkan. Das ist eine Mischung aus Hakan und Erkan. Hey, mein Name ist Herkan. Ich bin Türke. Ich komme aus der Türkei. Nee, das glaube ich. So, und die Mission ist jetzt fertig, oder was? Ja, jetzt lass uns die andere nehmen. Welche? Oh, wir haben 24 Minuten übrigens. Oh ja. Gut, dann beenden wir die Folge hier. Ja. Und wo bist du? Hinter dir. Ich weiß, du stehst immer hinter mir. Ich stehe immer in Ecken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Generation Zero. Bis dann. Das Debakel der Bugs. So. Oh ja. Adieu. Ciao.